Fach- und Meisterbetriebe, der Partner an Ihrer Seite für Wärme, Wasser und Energie. 23. Spieltag in der Landesliga Niederrhein, Gruppe 1, der im Abstiegskampf befindliche FC Remscheid als Tabellen-15. Hatte an Gründonnerstag den starken Aufsteiger und Tabellen-6. Rather SV aus der Landeshauptstadt zu Gast am Kunstrasenplatz auf dem Jahnplatz. Aber vor der Partie gab es erstmal eine schlechte Nachricht für den FCR, denn beim Aufwärmen verletzte sich Torhüter Pascal Königs und für ihn musste Nico Tauschel ins FCR-Gehäuse. Und danach sollte sich eine rasante Partie sich entwickeln. 8. Minute, der FC Remscheid auf der rechten Seite, der Ball bei Marcel Vetter, der mit einer Flanke, Damian Liesemann hält den Ball nicht fest und Akom Kevin Tumbarima hat so seine Probleme, aber kann dann klären. 9. Minute, Ecke für die Gäste aus Rath. Der ehemalige Profi Alon Abelski. Und in der Mitte ist Andreas Blöderieder. 0:1 nach 9 Minuten. Kalte Dusche für den FC Remscheid. In der 16. Minute dann der Torschütze Blöderieder mit dem Foul gegen Haris Babic. Und das ist eine Situation kurz vor dem Strafraum für FCR-Kapitän Domenico Kotzer. Der zielt und da ist er drin. Ausgleich nach 16 Minuten durch Domenico Kotzer für den FC Remscheid. Dann in der 22. Minute Patrick Posavec auf links, der heute als Verteidiger agieren musste. Läuft durch bis zur Grundlinie, dann mit einer Flanke. Der Ball kommt irgendwie komisch runter. Ferhat Ölker mit dem Kopfball. Aber der geht knapp vorbei. 23. Minute. Der Ball kommt zu Marcel Vetter. Und der hämmert den Ball gegen die Latte. Der FC Remscheid hatte seine beste Phase. Denn nur eine Minute später, der FC Remscheid erkämpft sich den Ball. Domenico Kotzer zu Vetter. Der zu Marius Suchanov. Und der schießt drauf. Traumtor Marius Suchanov. Der FC Remscheid geht zum ersten Mal an diesem Abend mit 2:1 in Führung. 31. Minute wiederum. Freistoß für den FC Remscheid. Getreten von Domenico Kotzer. Und da hinten ist Burhan Akgül. Aber der Torhüter Liesemann rettet für die Rather. 32. Minute, mal ein Freistoß auf der anderen Seite. Angelegenheit für Alon Abelski. In der Mitte ein Kopfball und Traumparade von Nico Tauschel, der da zur Ecke rettet. Rath zu diesem Zeitpunkt noch nicht geschlagen. Dann in der 37. Minute. Ferhat Ülker, der vorne sich aufopferungsvoll immer wieder in den Kampf gegen die Verteidiger stellte, holt den Ball für den FC Remscheid. Weiter zu Haris Babic, der mit einem schönen Drehschuss. Aber der Ball geht knapp vorbei. 40. Minute. Freistoß wiederum für die Rather. Wieder Alon Abelski, der Ball wird verlängert, Kopfball in der Mitte und dann Nico Tauschel mit einer Traumparade wiederum. Der verhindert das 2:2. 43. Minute, wiederum Freistoß für den FC Remscheid. Und das ist wiederum eine Angelegenheit für Domenico Kotzer. Und der zirkelt den Ball in die lange Ecke. Der FC Remscheid führt 3:1. Nach 43 Minuten ist dieser 2-Tore-Bann endlich gebrochen für den FC Remscheid. Und sie sollten auch mit diesem 3:1 in die Pause gehen. Nach dem Wechsel Ecke für den FC Remscheid in der 49. Minute. Kotzer und in der Mitte ist Heiko Emde. 4:1 für den FCR. Es wurde immer besser an diesem Donnerstagabend am Jahnplatz.
57. Minute mal die Rate. Der Ball kommt zu Robert Körber. Nico Tauschl und Patrick Posavec klären zur Ecke. Dann eine Szene, die wir leider nicht im Bild haben. Caroline Taylor, die Schiedsrichterin, die eine starke Partie pfiff, zeigt gelb-rot dem Kapitän der Düsseldorfer, Mario Sakaszewski. Wir glauben, dass es wohl für eine Beleidigung war, die Gäste in den letzten 18 Minuten zu zehnt. Und der FC Remscheid sollte dies perfekt ausnutzen. In der 82. Minute, der Ball kommt zum eingewechselten Umut Altmis und der zieht man in die lange Ecke. Das 5:1. Der FC Remscheid spielte sich nochmal in einen Rausch in den letzten Minuten. 85. Minute. Der Ball kommt zu Ferhat Ölker und der lupft mal über Liesemann und der Ball ist drin. 6 Tore, FC Remscheid. Es wurde immer besser an diesem Abend. Dann nochmal kurz vor Schluss. In der 89. Minute Patrick Posavec auf Umut Altmis und der lupft nochmal ins Tor. 7:1 für den FC Remscheid. Unglaublich. Und man sieht es an der Freude der Mannschaft, an dem Trainerteam, an allen. Der FC Remscheid hatte sich lange, lange gesehnt nach so einem klaren Sieg. Am Ende gewinnt der FC Remscheid auch in dieser Höhe, verdient mit 7:1 gegen den Rater SV. Das bedeutet Platz 13 mit nun 25 Punkten nach 23 Partien und erstmals seit Monaten kein Abstiegs- oder Relegationsplatz für den FCR. Am Ostermontag geht es schon wieder weiter mit einer Partie bei Sportfreunde Niederwenigern in Hattingen. Und da muss die Mannschaft nachlegen, um das Abstiegsgespenst weiter von sich zu weisen.